Das geht munter los. Im Feld. Advantage Germany. Da sehen wir es nochmal. 2 Meter vor der Grundlinie nimmt sie diesen Return. Beim zweiten Versuch klappt es mit dem Vorhandflugball zur 3:2 Führung. Frau, ganz normal weiter. Jetzt ist es Andriy Medvedev, der sich da ein bisschen aufregt, denn er wähnte zumindest. Das war exzellent gespielt. Besonders der erste Flugball von Steffi Graf. Flach gehalten, das sehen wir hier. Und da kann auch 18-Jährige. Drei Break. Und Steffi Graf mit dem durchgezogenen Rückhandball. Und damit ist der Ausgleich. Sind jetzt schon Ballwechsel vom Feinsten. Was die Leistung von Michael Stich betrifft, obwohl Steffi Graf hier den Punkt bucht, aber zweimal in einer recht schwierigen Situation volliert. Und damit die Chance zum 5-4. Klug und überlegt, der vorne Flugball und damit das deutsche. Entschlossene Steffi Graf. Clever und gut gespielt von Michael Stich. Zweiter Satz. Kuriose Szene. Zunächst konnte Cleverness, Schnelligkeit und den Blick für die Situation. Im zweiten Durchgang.
Sehr guter Return von mit viel Engagement und Aggressivität Steffi Graf. 3-4 aus Sicht der Aufschlage Natalia Medvedeva. Noch ein Matchball. Einer der wenigen Flugballfehler der Steffi Graf. Die dort vorne am Netz eigentlich heute außerordentlich gut agiert. Guten Dinge sind drei. Gut reagiert von Michael Stich. Das Siegerküsschen am Ende. Und mit diesem 7-5 und 6-3 ziehen Steffi Graf und Michael Stich ins Halbfinale des Hopman Cup 1993 ein. Wir machen ganz kurz eine Unterbrechung, melden uns dann aber nochmal aus Perth.